24-Stunden-Stream, Leute, ja. Wichtig, wichtig. Ich lade heute Abend alle Leute ein. Standard-Skill, Monte, Genghis, iCrimex, Avive leider auch, Izzy, Sturmwaffel, Schlorox auch wieder und so weiter und so fort. Und der findet statt am 21., das ist der Ostersonntag tatsächlich, abends um 18 Uhr so um den Dreh und beginnt dann, geht dann quasi bis Ostermontag. Was meiner Meinung nach eine ziemlich nice Zeit ist so. Monte meinte tatsächlich, ich habe ihn vor, boah, ich glaube 3 Monaten mal gefragt dazu, als es noch im Dezember angesetzt war. Ihr kennt ja die Story so, da war ja mega viel so im schwierigen Sektor, sage ich mal, weil er super viel nicht funktioniert hat, weil der Sponsor abgesagt hat und so weiter. Das ist gar keine Mats, wa? Ja. Und ich habe Monte gefragt, yo, hast du Bock? Er meinte, ja. Und jetzt kommt das Beste, er war, also mit einem Grinsen, mit einem Lächeln hat er gesagt, so, yo, ich komme auf jeden Fall, aber nur wenn das für Tiere ist, nicht wenn das Geld an Kinder geht. Und ich so, ja, Digga, das können wir irgendwie arrangieren. Und jetzt teilen wir es halt ein bisschen auf. Camo wollte ich auch gefragt haben, tatsächlich, also, ich werde sehr viele Twitch-Streamer fragen, die halt ihre Community mitbringen können, weil es halt einfach nice ist, das haben wir letztes Mal bei Schlorox und so gesehen, ey, da kam ja so viel Geld bei rum, Leute, das war richtig krank. Hand of Blood, es wird auch gefragt, Leute. Stegi eventuell auch, wenn er sich traut. Das muss ich mal abchecken mit ihm. Aber ja, auf jeden Fall verschiedenste Leute, Mann. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz nice. Das wird echt cool. So, deshalb. Ich glaube schon, das wird eine ganz nice Zeit. Und Genghis meint auch schon, dass er 2000 Euro donaten möchte. Ja. Hauptsache, den Tieren geht's gut. Ich schwöre, so hat Monte es gesagt. Monte meinte, ja, ich komme, aber nicht, wenn das Geld an Kinder geht. So. Aber er meint es natürlich nicht hundertprozentig ernst, also glaube ich zumindest. Orange werde ich auch fragen, ja, auch wenn den keiner mag. Unge wird, ja, weiß ich nicht, Leute, ich frage Unge auf jeden Fall, aber ich frage es halt, ob der Bock hat, wa? Also das ist ja das Ding, so, kein Plan. Ob Unge wirklich Lust und Interesse hat, rumzukommen, wa? Muss mal schauen, Leute. Das war's mal wieder komplett. Ja, schauen wir mal, Leute. Also ich werde auf jeden Fall, morgen mache ich einiges für den Stream fertig. Ich bin jetzt gerade eben erst gelandet, theoretisch. Also eigentlich habe ich auch vorproduziert gehabt und so, aber ja, keine Ahnung. Ich hatte einfach Bock zu streamen, so. Ich habe es vermisst wieder. Und dachte mir jetzt so, yo, Stream musste heute auf jeden Fall nochmal, um die freudigen News zu verkünden. Kommt T-Rum. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, das Ding ist ja, wir haben ja, boah, wir haben so viele Sachen gemacht, Leute. Wir haben ja eine komplett eigene, Charity-Organisation gegründet quasi, gebaut. Also, gegründet letztendlich heißt das, nicht gebaut. Und die besteht aus T, Luna, Adi, Jody, mir und meinem Management. Und da geht das ganze Geld quasi rein. Dann fahren wir dann erstmal schön in Urlaub und danach gucken wir dann, was wir mit dem Geld machen. Joke! Nein, also wir werden das Geld auf jeden Fall erstmal in die Charity-Organisation reinpacken. Cosmic Companion heißt der Laden. Und von da aus werden wir das dann in ausgewählte Projekte verteilen, die hier relativ regional sind, aber natürlich auch Tangeni Shilongo, das Projekt, was wir letztes Mal hatten, das Schulprojekt, das? Tangeni Shilongo, dieses Schulprojekt. Wie findest du das Auto von Monte? Ich hab's bis jetzt noch nicht gefunden. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß halt nicht, ich denk mir halt immer nur so, ich würde mein Geld halt, also Real Talk, anders anlegen als in Lambo, oder? Er hat sich ein Lambo gekauft. Er hat sich ein Lambo gekauft, ein Huracan Performance, ja. Glaub Liste, was kostet der? 230 oder sowas, meine ich. Geschätzt, ich weiß es nicht. Ey, Mann, ey. Jedem so das Seine. Ich würde es mir persönlich nicht holen. Ich würde für 230.000 würde ich ein Haus bauen, Alter, das vermieten. Damit ich mir in 10 Jahren 3 Lambos kaufen kann. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Erklär mal bitte. Naja, durch die Mieteinnahmen. Ja. Mehr bei dir. Nee, ich verstehe das. Also, ich bin selber nicht so einer, der so krass auf materialistische Dinge abfährt. Also. Was man sich für die Karte. Ja, ich meine, Haus ist jetzt auch, ne, aber das ist halt angelegt. So, was bringt mir so ein Auto? Was will er ich hat ja machen? Schon 2 Wohnungen gekauft. Ja, aber Leute, ich habe auch mehrere Wohnungen. Ich habe einen zweistelligen Bereich an Wohnungen, die ich selber habe und verwalte. So, ich habe Immobilienkaufmann gelernt, Leute. Ich habe mein Geld nicht für einen Lamborghini ausgegeben. 232.000, ja, sage ich doch, ja. Huracan, 300.000 mit der Ausstattung. Vielleicht. Sag mal 250.000, so. 250.000 da, wo er wohnt, in Buxtehude, safe eine Doppelhaushälfte, die er hätten vermieten können für 1,3 im Monat oder sowas. Kein Plan, also nochmal so, ich sage auch nicht, dass Immobilien das Beste sind, so was man machen kann, das ist ja nicht so, aber ich bin halt der Meinung, dass wenn man halt viel Geld verdient, dann ist eigentlich die erste Konsequenz, zu gucken, dass man das Geld für seine Rente
irgendwie vermehrt. Und ich sag, ich meine, gut, ich darf jetzt nicht große Töne spucken. Ich weiß gerade auch, in New York hat einen teuren Urlaub und sowas, Leute, wisst ihr? Ich erkläre gleich mal was so. Also nochmal, so ein Lambo ist ja an sich keine verkehrte Sache. Kann man ja nicht anders sagen, so, ne? Aber. Aber das ist halt das Aber in der ganzen Geschichte. Ein Auto ist halt, wenn es kein Oldtimer ist, ich weiß, ich bin ehrlich so, ich habe keine Ahnung, wie so ein Wertverlust bei so einem Lambo ist, ja. Aber ich tue mir da immer so schwer, wenn man halt mal gerade, ich meine, Monte ist, also was heißt mal gerade, er verdient richtig gut Geld, so keine Frage so. Aber ich hätte damit noch ein bisschen gewartet, das wäre so mein Ding gewesen. Ich hätte das Geld dann erstmal zurückgelegt für Steuer. Und wenn ich dann weiß, was übrig ist, dann lege ich es irgendwie in Aktien oder in fucking Beteiligungen an Firmen oder in Immobilien an, damit ich mir in 10 Jahren von mir aus, wenn ich will, 10 Lambos kaufen kann. Wisst ihr, was ich meine? So, und ich sage nicht, dass Geld immer nur dazu da ist, um es zu vermehren. Man darf auf jeden Fall auch im Hier und Jetzt leben, so. Aber ich denke mir halt, dass es manchmal irgendwie sinniger ist, so ein bisschen auch an die Zukunft zu denken. Und ich gönne ihm das vollkommen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ey, ich gönne ihm sein Lambo. Um Gottes Willen, Lambo ist ein todesgeiles Auto, Leute. Das ist ein absolut geiles Auto. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn jemand sagt, der Autos liebt, so wie Monte. Und Monte liebt Autos normal, also unnormal, Leute. Dann kann ich das schon nachvollziehen. Ich muss mir das Video nochmal reinziehen, Leute, von dem Auto tatsächlich. Das haben ja auch viele Leute sich irgendwie gewünscht, dass ich mir das mal angucke. Machen wir gleich mal. Also kein Plan, ich... Gespaltene Meinung so. Ich kann es voll fühlen, so, ich kann es nachvollziehen und es passt doch mega zu Monte. Aber meinst du nicht, er kann sich das sowieso leisten und hat sowieso noch genug auf der hohen Kante? Ja. Auch nachdem er das gekauft hat? Ey, nein, also leisten wird er sich das können. Er ist ja nicht dumm. Er wird sich das schon leisten können, auf jeden Fall. Nur ich sag halt, dass der momentane Gegenstandswert, also verglichen mit dem Barvermögen, was er wahrscheinlich hat, ist das für mich kein kluges Invest gewesen. Weißt du, was ich meine? So rein perspektivisch gesehen. Ja, weil das hätte man jetzt, hätte man das Geld viel, viel sinnvoller in irgendwas anderes investieren können, um dann in 2 Jahren zu sagen, hey, schau mal, ich habe jetzt vielleicht eine Immobilie oder sowas, die... Ja, aber ich meine, das ist ja beim Auto immer so. Also ein Auto ist kein nicht Investment. Nicht immer. Nein, nicht immer. Wenn du halt jetzt eine Sonder... Ich weiß, ich kenne jetzt auch nicht die Ausstattungsdaten von dem Auto. Lass mal wieder hier landen. Wenn das jetzt irgendein... The thing you gotta ask yourself is, like, why do you have to always make wise investments? Maybe he just wants to gun him. Ja, yeah, for sure. And ich gönne ihm das auch vollkommen. So, okay. Ist er nicht so. Also wenn er das gerade nicht dürfte, als dürfte er gerade nicht ein Auto kaufen, so. Das ist ja immer, das ist immer eine Frage des Lebensstils, so. Bin ich halt jemand, der eher perspektivisch denkt, oder bin ich eher der jemand, der sagt, ey, ich hab grad Geld, ich will mir damit was leisten können. Ja, ich hab nichts zum Bauen. So, ich fühle, wie gesagt, sehr die Entscheidung dahinter. Und ich gönne ihm das vollkommen. Aber ich hätte es halt persönlich anders gemacht, das möchte ich halt damit sagen, weißt du? Ja. I got you. Wie viele Lambos hast du schon bestellt? Noch gar keinen. Ich lease ein Auto. Ich würde auch generell kein Auto kaufen. So, wenn ich jetzt einen Oldtimer kaufe, ja, okay. Und ja, safe, er hat sich 2 Immobilien gekauft, so. Aber es hätte auch noch eine dritte und vierte sein können, weißt du? Yannick, Digga, danke schön für die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Subs, Digga. Vielen, vielen Dank, Yannick. Danke für die Gifted Subs. Ehrenmann. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der Monta auf Krieg spekuliert, ne? Und dann ist eine Immobilie halt auch nichts mehr wert. Gut, also ich weiß. ja, gut. Dann lassen wir so stehen, ne? Ist sicherlich ein Argument. Kein Plan. Wenn er sich einen Oldtimer gekauft hätte, hätte ich es verstanden.